Ihr wollt wissen, wie unser Akku aussehen soll? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Musik. Okay. Irgendwann werde ich diese Musik wahrscheinlich auch leiten. Wir müssen Akkus bauen. Und zwar erstmal, wir fangen mit den Blueprints an. Wenn ich das richtig gerechnet habe und richtig vermute und alles richtig gemacht habe, also wahrscheinlich nicht. Einmal absetzen. So. Können wir 5x5 von den Energiespeichern machen? Ja, nehmen wir mal so ein bisschen was mit. Ich habe keine Ahnung, was wir für einen brauchen. 10. Ich könnte es ausrechnen. 10. Das heißt, wir brauchen 250 Stück. Ja, 300 sollten reichen. Brauchen 100 Draht, also 2500 müssen wir drauf. Oh. Okay. Draht ist mal wieder ein Problem. Irgendwann lerne ich das noch. Aber 3000. Und Statoren dürften dann 5 sein. 5 Statoren, also 5 mal 25 sind 125. Das sollte reichen. Warum gehe ich denn hier lang? Besser wäre da hoch. So, ja, ruckel ein bisschen. Wunderbar. Wir wollen darüber. Perfekt. So, dann schauen wir mal. Denn zumindest laut Wiki sind die Dinger, wenn ich sie finde, da genau so groß. Das heißt, wir können den hier in die Ecke packen. Jetzt muss ich einmal gucken, wo ist denn der Anschluss? Der ist auf der Seite. Den möchte ich auch gerne innen haben. Möchte ich den innen haben? Dann gucken wir mal. Jetzt packen wir die alle mal schön nebeneinander. Das heißt 5 ein Drittel. Auch ein bisschen grob, also ne, ist nicht so ganz. Packe ich die jetzt alle nach innen? Wird sich anbieten, ne? Also dann wird die eine Seite nachher nach außen zeigen, das ist klar. Ich habe mir auch überlegt, wie ich das Ganze aussehen lassen möchte. Und hab die wahrscheinlich sehr bekloppte Idee, daraus einen neuen Voltblock zu machen. Ich meine, brauche ich nicht so viel rund bauen. So. Das finden wir schon. Das sind jetzt 25 Stück. Hat auch gut gepasst mit dem, was ich mir da ausgerechnet habe. Auch das übergeblieben, was ich mir ausgerechnet habe. Perfekt. Jetzt ist das doch so, ich kann den hier anschließen, kann dann weitergehen. Ja. So. So, ja. Bis dahin. Der dritte Anschluss geht ja nicht. Aber macht's. So, dann können wir nämlich entsprechend hingehen und das unten aufbauen. Ich weiß nur noch nicht, wie breit oder wie hoch das werden soll. Da habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich muss mir mal so einen 9-Volt-Block nehmen und dann gucken, wie die von den Dimensionen sind. Und dann gucken wir, dass wir das da hinkriegen. Ich hoffe, die Idee gefällt euch. Ich bin genau gegenüber aus. Das ist natürlich ungünstig.
Das wäre die Frage, wenn ich... Wenn ich rübergehe auf die andere Seite, also wenn ich das Ding drehe, nicht genauso weit wie vorher, ne? Weil dann kommt die Ecke auch wieder dahin. Aber ich kann das ja... Egal, wie ich die zusammensetze, muss ich dann nochmal gucken. Ist auch vollkommen egal, wie ich das mache. Ich könnte natürlich auch einfach diese Verbindung hier cutten und das dann über die Distanz machen, damit ich wirklich immer die kompletten Reihen habe. So. Moment, ich muss mal eben gucken. Okay, ich habe mir gerade mal so eine Batterie genommen, also so einen 9-Volt-Block. Der ist 25 mal 16 mal 44, 45 sowas. Ja, also alles immer ein bisschen plus minus, das sind gerundete Werte. So. Das heißt, wir hätten... Warte mal, bei 25. Okay. Die muss man eben überlegen. Nee. Die Dinger hier sind 4 Meter. Das heißt, so ein 4x4er Ding wäre optimal, um schon mal anzufangen. Für die 16. Weil wir hätten dann hier schön voll. Haben sogar hier vorne diesen einen wenigstens Platz, um einen Eingang zu machen und reinzugehen. So, bei 25. Die Dinger sind 8x8 Meter. Stimmt das? Stimmt. Dann bräuchte ich nur 2, das wäre ja doof. Und bei 3 hätte ich 25. So, dann können wir das verdoppeln. Hätte ich 24, klar. Wenn ich die Dinger hier breit mache und 6 lang, kriege ich keine 2 davon drauf. Ich sollte das vielleicht mal hier speichern. Also heute ist so eine Folge, wir reden mal drüber und machen den Bauplan. Dann nochmal Akku. Verzeichnis setzen. Wo hätten wir das denn gerne? Kann ich den Namen hier ändern? Machen wir Bauplan hier hin. Bearbeiten. Den Namen kann ich nicht ändern. Okay. Dann machen wir Kategorie hinzufügen. Die bekommt. Symbol übernehmen. Unterkategorie hinzufügen. Akku, genau. Zack, rein damit. Änderungen übernehmen. Und dann den bitte arbeiten. Den bitte dahin. Änderung übernehmen. Brechen. Ich das so nicht schließen kann, ne? Icon. Wo haben wir den Energiespeicher? Müsste noch weiter oben sein. Wahrscheinlich schon links dran vorbeigescrollt. Da ist er nicht. Da ist er nicht. Da ist ein Schalter. Ist er auch nicht. Hier ist er nicht. Da. Bild auswählen. Hintergrund blau lassen wir. Wir brauchen eine ganze Menge Shit. Also das wird interessant. Bauplan speichern.
So. Du bist auch gespeichert. Danke. Designer lernen. Dann alles nehmen. Wir haben ein bisschen Beton da. Gehe ich da schon mal hin und versuche schon mal so ein bisschen einen Boden auszulegen. Hat ja gesagt, ich möchte das da vorne irgendwo machen. Da hatten wir so einen schönen Bereich, wo es passen würde. Vermutlich. Also ich brauche eine Zahl, die durch 4 teilbar ist. Und zwar in 2 Dimensionen. Gucken wir doch mal. Ups. Also wenn ich... Was ist denn, wenn ich 8x4 mache? Dann kann ich 2 Stück nebeneinander machen. Das entspricht aber nicht den Dimensionen. Wie ist denn das eigentlich? Wir haben 16 durch 25. Ja, 24 ist vielleicht okay, ist genau ein Drittel. Das heißt, wir hätten 8 mal. Wenn ich 2 nebeneinander mache. Was wollte ich jetzt? 8 in die eine Richtung und in die andere Richtung müssten wir dann 8 ist ein Drittel. Nein, 8 ist 2 Drittel. 12. Ach, verdammt. Nochmal 12. Genau. Das wird gehen. Das bedeutet, wir kriegen 2 mal 3 hin, also 6 mal 25 sind 150. So, jetzt haben wir eine Höhe, ehrlich gesagt, von 45. Vielleicht muss ich auch mehrere Akkus bauen, um meine 1266 da irgendwie hinzukriegen. Vielleicht erweitere ich das auch, bis ich eine passende Zahl habe, die durch 25 passend und teilbar ist. Wir haben, so, was ist denn 45? Wir haben 4 Meter Schritte, ne? 4 Meter Schritte. Das bedeutet, bei 8 mal 8 Platten habe ich 64 Meter. Ja, das sind ursprünglich 16 Zentimeter, genau. 16 Millimeter. Uiuiui. Das ist jetzt eine Menge Mathe hier. Also. Wenn ich 64 durch 16 nehme, und das 4 ist also das quasi das Vierfache, eigentlich das 400-fache. 4000-fache? Auf jeden Fall deutlich mehr. Aber das ist doch schon mal gut. Das heißt, wir können das vierfachen. Dann haben wir 4 Meter Höhe pro Element durch. Nee. Mal irgendwas. Oder nee. 44 durch. Ja. Sind 11 übereinander. Oh, das habe ich jetzt gar nicht geguckt, wenn ich so einen Energiespeicher setze. Wo haben wir dich? Da. Bums. Energiespeicher setzen. Wie hoch ist denn der? Der ist 3 hoch. Ziemlich genau. Dann können wir auch direkt den nächsten
das ist doch jetzt doof. Okay, wir könnten natürlich... Also so wäre blöd, weil geht wirklich direkt rein. Wenn ich die nächste Etage dann so machen würde, das wird natürlich gehen. Oh, das wäre auch schön eng. Ja, machen wir so. Das ist auch gut, dann könnte man drei Etagen übereinander machen. Das heißt, wir kriegen gerade mal 450 in ein so ein Ding rein. Wir müssen größer denken. Aber dann können wir das verdoppeln. Was ist das? Ich lasse den Spaß mal hier stehen zur Erinnerung. Also, wenn ich... Wenn ich hingehe... Ich nehme meine... 8x8. Ich mache nicht... 8, sondern ich mache 16. Dann 16 mal 24 das Ganze. Dadurch wäre das dann 4 mal 6 mal 25. Sind schon 600 auf einer Ebene. Dann brauche ich nur 2. Vielleicht machen wir auch einfach die dritte dann voll. Und dann haben wir doch ungefähr... Dann haben wir 1800 Batterien. Okay, die 1266 wackelt gerade. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich werde mich sowas von verrechnet haben bei dem Ganzen. Aber wir machen jetzt eine Plattform von... 16 mal 24 Betonplatten. Das ist auch etwas, das man relativ einfach machen kann. Also unser Spaß da oben war deutlich größer. Jetzt ist nur die Frage, wo kriegen wir das schön hin? Wir wollen das hier unten irgendwo hinsetzen. Wir haben ja jede Menge Anschlussleitungen. Das ist ja wunderschön. So. Muss ich nur irgendwie so den höchsten Punkt finden. Licht das da oben auf die Schnecke setzen. Licht das da oben auf die Schnecke setzen. Oder? Also ich möchte das schon hier in der Nähe und in diesem Bereich haben. Hallo Schnecke. So, da ist noch eine Schnecke. Die alle respawnt oder sowas? Ich kann ja erstmal. Hab ich Zeug dabei. Oh. Gucken wir mal. Architektur. Könnte passen. Ich gehe jetzt hin. Setz das Ding. Bitte 2 hoch. Ich setze das hier mal 2 hoch. Sag mal! Danke. Und ab da oben geht's los. Genau. Ich brauche Strom. Weil damit komme ich auf jeden Fall da drüber. Den Busch kann man dann ja dann wegmachen. Das heißt, wir fangen hier an. Und den Boden von dem Ganzen machen wir mit einem Einer. Weil dann fangen wir mit einem Einer an. Und schließen mit einem Einer. So. Ich ziehe das mal in die Richtung. Dann haben wir schon mal bis dahin 11. 12. 13. 14, 15, 16. Oder mache ich hier die 24? Ich glaube, die 24 in der Breite ist besser hier. Also 21. So viele Schnecken, die auf einmal hier rumliegen.
22, 23, 24. So. In der Hoffnung, dass der jetzt nicht im Weg ist. Ha! Gut gedacht, hat nichts gebracht. Ich reiß mal wieder ab. So. Machen wir es nochmal einen höher. Ist ja kein Problem. Hat man ja schnell erledigt. Will jetzt vielleicht nicht dumm sein. Komme ich an dem vorher vorbei? Wenn ich das einen höher mache, komme ich auch darüber. Dann habe ich ein bisschen mehr Freiraum, weil da werde ich auch voll reinlaufen. Habe ich nicht noch ein bisschen mehr Platz irgendwo? Da auch nicht. Also hier ist schon der meiste Platz, würde ich sagen. Wir bauen noch. Wir haben die Möglichkeit, wir machen das. Dann setzen wir das so hoch, wie ich gerade kann. Dann bin ich doch erstmal safe. So. Eins. Zehn in die Richtung. Zehn in die Richtung. Jetzt gehen wir aber hin. Das passt nicht ganz. Dann machen wir zwei in diese. Eins, zwei. Und zwei in diese. Einen in diese, meine ich. So. Na, schauen wir mal. Wo kommen wir aus, wenn wir da hingehen? Das sieht gut aus. Damit haben wir 11 in die Richtung. Jetzt packen wir nochmal 5 hier dran. Da haben wir unsere 16. Das wird unsere Plattform. Wir sind relativ nah hier dran, aber wir kommen über alles drüber. So, beim nächsten Mal kann ich dann... Ich muss ja dann sowieso eine Menge Material hier hinholen. Wir müssen sowieso noch eine kleine Nebenproduktion für Kabel machen. Für Draht meine ich, weil das, was da reinkommt, haben wir ja gesehen, das ist ja quasi nichts. Was aber kein Problem sein dürfte, wenn ich es noch ganz richtig im Kopf habe, sind irgendwo hier noch 480 Eisenbarren über. Dann kann ich mir die rauszwacken. Ich will eigentlich nochmal gucken gehen, weil ihr braucht mir nicht zugucken, wie ich hier die Dinger setze. Dann planen wir das eben ein. Dann würde ich das Zeug nämlich runterholen. Den Weg runterholen, hier lang raus und dann legt hier unten einfach einen Haufen Konstruktoren hin, die mir schön Draht rausballern in 6 Container und dann ist gut. Das ist jetzt so meine Idee dazu. Hier sind wir auch vom Papier geklickt, danke. So. Ja, da ist mittendrin. Das könnten wir dann mal wegsprengen. Da könnte ich mir... Ich habe keine Bomben oder sonst was dabei, ne? Nee. Ist ja egal. Wir haben ja da oben extra was, womit wir das machen können. So, lauf mal hier. Da fällt mir gerade noch was ein. Dann nehme ich hier oben. Knack. Kollege, du musst mal zum Arzt. Das klingt nicht gesund. So, ich wollte da hoch. Das sieht so lahm aus alles. Ich wollte da hoch. Was ist das eigentlich mit dem hier? In welche Richtung geht das Zeug? Kommt das von da unten? Das kommt von da unten und geht nach hinten.
Oh, okay. Dann doch den. Fusionator. Wohin gehst du eigentlich? Du gehst da unten rein. Sehr gut. Jetzt. Nicht jetzt. Da an. Wenn du da unten bastelst, ist mir das egal. Ja. Läuft. Dann wird das nämlich auch mal ein bisschen geschreddert. Ab und zu kommt mal einer von da. Das heißt, die kriegen auch weiterhin. Schön. So soll das sein. Ich wollte da vorne gehen. Ich meine nämlich zu erinnern. Das kann aber jetzt auch eine falsche Erinnerung sein. Ist hier noch irgend... Da liegen noch... Guck mal, da liegen noch zwei Stück an. Und da weiß ich, dass es 480 sind. Das heißt, ich könnte ähnlich wie den hier das hier oben drüber laufen lassen. Da hinten runter. Und da oben drauf direkt passend das machen. Wie ist denn das gezeigt eigentlich? Warte. Wir haben dieses Rezept. Wir brauchen 12,5 pro Minute und kriegen 22,5 pro Minute raus. 12,5 rein. 480 durch 12,5 sind knapp 40 Teile. Das haben wir doch schnell gebaut. Das haben wir wirklich schnell gebaut. Passt das auf die Plattform da? Ups, willst du nicht runterfahren? Das wäre halt, das wäre optimal, weil wir haben da die andere Plattform. Das heißt, wir können das einfach darüber ziehen. Also über den da, den Vorsprung, da machen wir uns die Container drauf und gut ist. Und da ist, wird das endlich mal genutzt. Ich weiß nicht, wo, vor wie vielen Folgen wir das Ding hier gebaut haben. Das ist ewig her. Wir haben es immer noch nicht voll ausgeschöpft. Gut. Das ist eine Idee. 40. 38,5 durch 6. Sind 6,41. Also 7. Die mal das Ding. Können aber. Wir machen 6 davon. Und machen einen 5er. Quatsch. Quatsch. Nee, auch nicht Escape. Hallo? Läuft heute wieder. Machines. Wir machen 6 davon, einen davon. Das ist die eine Sache, aber hier den. Die nehmen wir erstmal raus. Das dauert mir zu lange. Geht das so? Danke. Folge. Es fehlen sogar nur die verstärkten Eisenplatten. Die haben wir schnell geholt. So. Ich schlage einfach mal vor. Ich mache diese Platte fertig, ohne euch. Und ich mache die Konstruktoren. Wie das aufgebaut wird, das wisst ihr. Das brauche ich euch nicht noch 300 Mal erzählen. Da haben wir sie. Ein 100er Stack fertig. Und beim nächsten... Ah, ich könnte noch ein bisschen...
Okay. Nehme ich. Ich könnte noch eben was für Container mitnehmen. Und zwar hier. Das gucken wir uns jetzt alle noch zusammen an. Und direkt daneben. So, dann kann ich das da hinsetzen. Dann haben wir nämlich Kabel gebaut. Dann haben wir, Draht gebaut, den wir brauchen. Davon brauchen wir halt viel zu viel, um das irgendwie hinzukriegen. Was wir da noch hinsetzen müssen, sind dann halt die Statoren. Da weiß ich nicht, wie die Produktionsrate aussieht. Aber wir brauchen eine ganze Menge. Wir haben aber auch eine ganze Menge. Wir brauchen 5 pro und bei 1800 sind das 5 mal 1800 sind das 9000. Was haben wir in einem Container hier drin? Ja. 4800. 48 Stück, also 4800. Das heißt, wenn der da oben jetzt auch voll ist, dann, ich möchte gerne... Da. Ja, okay. Die haben wir. Das ist nicht das Problem. Und das dritte, was war das dritte? Achso, diese Teile da. Die können nochmal ein Problem werden, weil... Hier. 50er Stacks. Da habe ich die Zahl jetzt. Das waren, glaube ich, 10, ne? 18.000. Die haben wir nicht. Aber da können wir dann. Ich gehe das jetzt zusammenbasteln nach vorne. Und beim nächsten Mal gucken wir uns dann weiter an, wie wir einen Akku bauen in Form eines neuen Voltblocks. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.